Hallo Mama, schön, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dass wir uns nicht noch mal sehen, bevor ich abfliege. Hallo mein Schatz, meinen herzlichen Glückwunsch zu deiner Auszeichnung. Danke. Total peinlich, dass ich das nicht weiß, aber was ist das eigentlich für ein Preis, den du da kriegst? Das ist ein Preis für die beste Innenausstattung eines Flugzeugs. Eigentlich nicht mein Fachgebiet, hatte nur ein paar Ideen. Aber der eigentliche Preis ist meine Versetzung in unsere amerikanische Zweigstelle nach New York. Ist zwar nur ein halbes Jahr, aber ein riesiger Karrieresprung. Du hast es verdient, mein Schatz, so viel wie du gearbeitet hast. Von wem ich das wohl habe? Ich wusste gar nicht, dass dein Vater und seine Neue auch kommen. Du nennst sie immer noch seine Neue? Die beiden sind seit 10 Jahren ein Paar. Ich kann sie ja schlecht seine Alte nennen, das wäre vulgär. Hallo Magnus. Hallo Carla. Hallo, hallo Lisa. Wie geht's dir? Prächtig. Ja, das sieht man. Was macht die Arbeit? Läuft außergewöhnlich gut. Wir spüren kaum was von der Krise. Luxusimmobilien werden weiterhin gesucht. Und bei dir? Oh gut. Ab nächster Woche habe ich eine Ausstellung in den Deichtorhallen. Meinen Glückwunsch. Dann haben wir gleich 2 Anlässe, um zu feiern. Würde es was nützen, wenn ich dich bitte, nicht ranzugehen? Du weißt, dass ich das nicht kann. Linda. Was jetzt? Verstehe. Gut. Nein, ich kümmere mich drum. Es tut mir so leid. Carla, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nicht heute. Ich muss. Es geht um diese Villa in Hittfeld. Ist schon in Ordnung, Mama. Das ist mein letzter Auftrag. Was? Du hörst auf zu arbeiten? Und was ist mit deiner Wohnung? Die gehört doch der Firma. Ich ziehe aus. Ist eh zu groß für mich. Ellen, wir fangen jetzt an. Ich komme gleich. Ja, ich muss los. Es tut mir so leid. Aber ich mach's wieder gut, versprochen. Ich rufe dich an nächste Woche und bring dich zum Flughafen. Bestimmt. Meine Mann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind sehr stolz, dass der Preis in diesem Jahr an unsere Mitarbeiterin geht. Ellen Binder. Mir fehlen. Und deine Umsätze, die werden mir auch fehlen. Ja. Auf die beste Maklerin, die dieses Büro jemals gesehen hat. Danke. Auf Ihren Ruhestand. Wird nicht leicht werden, in Ihre Fußstapfen zu treten, das sage ich Ihnen. Sie haben die Latte ganz schön hochgehängt. Sie kriegen das schon hin. Entschuldigen Sie mich bitte. Sonja, was ist denn los? Ich vermisse Sie jetzt schon. Ich besuche Sie ganz oft. Versprochen. Versprochen.
Ich glaube, ich gehe mich mal frisch machen. Und? Was willst du jetzt machen? Ich werde ausschlafen, Kaffee trinken, mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, verreisen, es mir einfach gut gehen lassen. Das ist doch lahm. Du wirst die Wände hochgehen ohne Arbeit. Träum du nur weiter. Bernd, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, dass dein Laden ohne mich nicht so läuft, dass es zu Engpässen kommt, weil dein Neuer nicht mitten in der Nacht aus dem Haus rennt, um deinen Gewinn zu steigern. Ja. Dann ruf mich auf gar keinen Fall an. Komm mal. Ich freue mich für dich, ganz ehrlich. Auch wenn es schwer werden wird hier ohne dich. Was soll das? Glaubst du, dass du mich jetzt befummeln kannst, bloß weil ich nicht mehr bei dir angestellt bin? Was ist das für eine trübe Stimmung? Ich dachte, ich bin auf einer Party. Ich dachte, du hättest vielleicht Lust auf eine Tasse Kaffee. Verstehe. Schon klar. Dann ein andermal. Hallo, hier ist Carla. Carla Binder. Oh. Wann? Schon vor einem Jahr. Mein herzliches Beileid. Ja, auf Wiedersehen. Brauche ich noch ein Bett. Schlicht, viereckig, 2 Meter mal 1,80. Bloß nicht so ein Futon-Imitat, wo man sich ständig die Schienbeine anschlägt. Normale Höhe. Wenn ich auf dem Fußboden schlafen will, brauche ich mir kein Bett zu kaufen. Und es wäre schön, wenn Sie es am Lager hätten. Ich brauche es nämlich ziemlich schnell. Eine Flasche Champagner. Gerne.
Gerne. Wie immer, Frau Binder? Wie immer. Na, gibt es was zu feiern? Ja, meine Freiheit. Toll, dass Sie uns besuchen. Ich hab's doch versprochen. Ich hole Ihnen mal einen Kaffee. Na, hallo Carla. Schön, dich zu sehen. Na, fällt da jemandem schon die Decke auf den Kopf? Da kannst du lang drauf warten. Nein, ich habe noch eine Kiste mit privaten Sachen im Büro, was sich so über die Jahre ansammelt. Außerdem wollte ich mal sehen, wie ihr euch abstrampelt. Na, wie läuft's? Ja, viel zu tun, Hummel. Das ist ja, Konkurrenz schläft nicht. Da, Frau Binder.
Ich hoffe, Sie wollen Ihren Job nicht zurück. Ich brauche das Geld. Haben Sie die Genehmigung? Die Genehmigung können wir vergessen. Das ist eine tragende Wand. Da müssen wir mit dem Kunden noch mal reden. Carla ist krank. Ja, ja, macht nichts. So, bitte schön. Danke. Oh, wie aufregend. Haben Sie denn schon Ihren Flug gebucht? Ich habe überlegt. Oh, Moment. Entschuldigung. Ja, das ist ja toll, dass Sie geklappt haben. Also. Einmal hier entlang, bitte. Beantworte von Ellen Binder. Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Danke. Hallo Ellen. Schade, dass du nicht da bist. Hoffentlich bist du mir nicht mehr böse. Ich weiß, dein Flug geht am Samstag um 11. Ich komme auf jeden Fall zum Flughafen. Aber wenn ich dich abholen soll, dann müsste ich wissen, wann du aus dem Haus musst. Ich weiß, wir sehen uns nicht so oft. Aber es war immer so ein gutes Gefühl, dass wir es jederzeit könnten. Ellen, was soll das? Warum hebst du nicht an? Lass das. Es ist so seltsam, dass du plötzlich so weit weg sein sollst. Also bitte ruf mich auf jeden Fall an, wenn ich dich fahren soll. Ich habe ja jetzt Zeit. Also, dann. Bis bald. Warum machst du das? Möchtest du deine Mutter bestrafen? Oder dich selber? Im Gegensatz zu meiner Mutter verfüge ich leider nicht über einen Schalter, mit dem ich mein Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung je nach Zeitplan an- und abschalten kann. Außerdem hat sie getrunken. Ich mag nicht mit ihr reden, wenn sie getrunken hat. Ich bin sicher, sie hat Probleme, weil sie nicht mehr arbeitet. Sie tut dir leid? Dann tu dir keinen Zwang an, fahr hin und tröste sie. Bist du jetzt sauer auf mich? Ja. Und warum? Du hast sie immer entschuldigt. Aber wenn du so viel Verständnis für sie hast, warum hast du sie dann verlassen? Was machst du denn hier? Ich wollte nur sehen, wie es dir so geht. Mir geht's prima. Komm rein. Entschuldige die Unordnung. Ich bin gerade beim Packen. Ah ja, gut, dass du mir das sagst. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Setz dich doch. Danke. Setz dich. Möchtest du einen Wein? Nein, danke. Ich komme mir fast ein bisschen albern vor. Ich habe gedacht, dich hier in tiefster Depression anzutreffen. Du weißt doch, wie ich bin. Ich weiß schon, wie ich mich beschäftige. Es ist unglaublich, was sich über die Jahre so an Kram ansammelt. Ich bin froh, dass die Wohnung möbliert ist, sonst müsste ich noch die Möbel auseinandernehmen. Hast du was von Ellen gehört? Ich fahre auf jeden Fall zum Flughafen, wenn sie abreist. Möchtest du vielleicht eine Kleinigkeit essen? Ich mache dir was. Du weißt, ich bin eine lausige Köchin. Aber der schlechte Geschmack könnte dich vielleicht über die Unordnung hier hinweg trösten. Carla. Bitte. Es geht mir gut. Wirklich. Was für ein Tag ist heute? Donnerstag.
mein Gott, das sind Kunden. Kunden? Ja, ich soll ihnen die Wohnung zeigen. Schöner will sie verkaufen. Hm. Du musst mir helfen, ich kann sie unmöglich in diesem Zustand empfangen. Ja, wie stellst du denn das vor? Zeig ihnen die Wohnung. Überzeug sie. Der Vertrag liegt auf dem Küchentisch. Ja, guten Tag. Guten Tag, bitte sehr. Guten Tag, schauen Sie sich um. Vielleicht gehen wir zuerst ins Kaminzimmer. Ich darf Ihnen das zeigen. Hier, bitte. Kamin. Ja, und das hier ist das Esszimmer. Ja. Hier können Sie Ihre Gäste bewirten. Ja, und das hier ist das Badezimmer. Hier das Arbeitszimmer. Haben die gesagt, wann Sie einziehen wollen? Ja, Ende des Monats. Aber Sie wollen schon nächste Woche die Maler herschicken, wollen irgendetwas umgestalten. Verdammt, ich dachte, ich hätte noch Zeit. Meine neuen Möbel kommen nicht so schnell. Ich muss den Hausmeister von der neuen Wohnung anrufen und er muss mir helfen. Entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Problemen belasten. Du hast mir schon genug geholfen. Danke, dass du da warst. So, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Carla, bitte. Carla, so, ich gehe jetzt. Es tut mir leid. Hallo, Schatz. Hallo. Seit wann klopfst du an? Oh, es war so still hier drin. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich war gerade bei Carla. Sie versucht es zu überspielen, wie immer, aber es geht ihr überhaupt nicht gut. Eigentlich hatte ich gefragt, wie es dir geht. Ich weiß nicht. Muss ich mir Gedanken machen? Was? Na ja, du hast schon lange nicht mehr so viel Interesse an deiner Ex-Frau gezeigt. Ich weiß, was diese Veränderung für sie bedeutet und ich fürchte, dass sie damit nicht klarkommt. Also auf mich wirkt Carla immer, als würde sie mit allem klarkommen. Ja, das ist ihr Trick. Wie der Bauarbeiter, der aus dem 30. Stockwerk fällt und auf Höhe des 1. Stockwerks sagt, bis hierhin ist es ja gut gegangen. So hast du es mir noch nie erzählt. In Wahrheit war sie damals schon auf dem Weg abwärts und ich wollte nicht zuschauen, wie sie unten ankommt.
Was wollen Sie denn hier? Was wir hier wollen? Sie haben doch gestern Abend extra angerufen, dass Sie heute dringend jemanden brauchen, der Ihnen beim Umzug hilft. Ja, sicher. Entschuldigung. Wir hatten hier eine kleine Feier. Das ist ja eine ganze Wohnung. Dafür brauchen wir einen LKW. Mindestens 7,5 Tonner. Die Wohnung ist möbliert. Nur die Kisten. Und der Sessel, der gehört als einziges mir. Jetzt passen Sie doch auf. Ich hänge sehr an dem Stück. Ist falsch, wir hängen an dem Stück. Genauer gesagt, das Stück hängt an uns. Und wenn Sie jetzt noch weiterhin vor uns rumlaufen, wie so ein wild gewordener Handfinger, dann fliegt gleich runter. Ich versuche nur zu helfen. Dann tun Sie es besser nicht. Ist so schon schwer genug. Das ist ja interessant. Darf ich mal fragen, wo Sie schlafen wollen? Nein, das dürfen Sie nicht. Sie sind hier als Hausmeister angestellt und nicht als Innenarchitekt. Sorgen Sie lieber dafür, dass die Schmierereien im Treppenhaus verschwinden. Das kann man ja wohl erwarten. Vor allem, wenn es das Haus ist, in dem Sie selber wohnen. Wie oft habe ich Ihnen das gesagt? Das Treppenhaus ist das Aushängeschild der Immobilie. 100 Mal, 200 Mal, ich weiß es nicht. Aber da waren Sie ja noch Maklerin. Ja, und? Ja, und? Jetzt sind Sie Besitzerin. Also, wenn Sie irgendwas am Zustand der Häuser auszusetzen haben, dürfen Sie das gerne auf der nächsten Eigentümerversammlung vortragen. Vielleicht können Sie sich im Zuge dessen ja auch dazu durchringen, mir eine volle Stelle zu bezahlen und sich nicht immer damit rausreden, dass ich verbilligt wohne. Also, toll ist meine Wohnung jetzt auch wieder nicht. Außerdem sind die Wände im Treppenhaus beschmiert. Versuchen Sie, komisch zu sein? Nein, das kann ich doch gar nicht. Ich versuche mir gerade nur vorzustellen, wie Sie ohne Bett wohnen wollen. Ich meine, das muss man schon mögen, ne? Das ist ein bisschen hart. Die Möbel werden in Kürze geliefert. Und zwar von Leuten, die Sie nicht auf dem Weg von A nach B ramponieren. Danke, dass Sie sich solche Sorgen um mich machen. Aber das ist nicht nötig. So! Und das hier ist für Sie. Danke. Binder. Ich rufe wegen der Möbel an, die ich bei Ihnen gekauft habe. Und wollte fragen, ob Sie die vielleicht schon früher liefern könnten. Du bist gestern nicht gekommen. Das ist ganz schön anstrengend hier. Vor allem jetzt, wo es draußen wärmer wird. Ah ja. Hab mich zu Hause nun einen Moment hingepackt und verpennt. Verklag mich doch. Was ist? Ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendjemand ist, der Lust darauf hat, sich dein Gejammer anzuhören. Total komisch. Ich lach mich tot. Hier ist aber keiner. Hier ist auch niemand, der für dich durchhält. Das musst du schon selber machen.
Und wenn du keine Lust darauf hast, dann musst du mir Bescheid sagen. Dann kann ich mir die ganze Mühe sparen. Ist ja gut. Reg dich doch nicht immer gleich so an. Ist noch lange nicht vorbei. Ist nie richtig vorbei. Ich weiß. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Musik mache, dann höre ich die Klingel nicht. Sie müssen Frau Binder sein. Hallo, ich bin Corinna. Ich war bestimmt zu laut, aber ich habe gerade einen neuen Song geschrieben und bei den Grooves kommt es vor allem auf die Details an. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr genervt, aber wenn die CD rauskommt, dann schenke ich Ihnen eine, versprochen. Holen Sie zwischendurch auch mal Luft? Das fragt mich mein Vater auch immer. Ja, allerdings tut er das. Tag, Frau Binder. Ach. Was ist denn los? Hast du wieder Krach gemacht? Das ist kein Krach. Irgendwann werde ich mit meiner Musik die ganze Familie ernähren. Tut mir leid, wenn sie gestört hat. Hat sie nicht. Wir sind ja hier schließlich kein Altersheim. Junge Leute im Haus und ein paar frische Grooves, das hält einen wach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. You know. Guten Tag, Firma Lorenz, Frau Binder? Ja, bitte. Da hinüber ins Schlafzimmer. Da auf dem Sekretär. Richtig gute Arbeit. Kein Problem. Einen Moment, bitte. So, das ist für Sie drei. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bitte. Tschüss. Tschüss. Binder, herzlich willkommen in deinem neuen Leben. Thank you.
Was machst du da? Ja. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Was machst du hier? Wo ist deine Mutter? Opa hat sich verdonnert, die Kopfhörer aufzusetzen. Da kann ich machen, was ich will. Die würde nicht mal merken, wenn das Haus einstürzt. Wir wollen doch nicht hoffen, dass das passiert. Bei der Musik, die meine Mutter macht. Bist du das? Ja, das ist lange her. Und der da? Das ist mein Mann. War mein Mann, damals. Warst du da beim Fasching? Fasching? Das ist ein Ballkleid. Halt mal bitte. Mein Mann und ich haben früher gerne getanzt. So haben wir uns auch kennengelernt. Auf einem Kongress in Graz. Zum Abschluss gab es ein Fest. Er war als Gast da, ich habe da gearbeitet, aber es war ihm egal. Er hat mich aufgefordert und darauf bestanden, dass ich mit ihm tanze. Tanzen. Das war kein Tanzen. Wir sind geschwebt. Der Boden ist verschwunden. Die anderen Menschen sind verschwunden. Es war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Aber nicht der schönste. Willst du wissen, welches der schönste Tag in meinem Leben war? Klar. Das war der Tag, an dem meine Tochter geboren wurde. Als ich das erste Mal in ihr süßes, kleines Gesichtchen geschaut habe. Und später dann der Moment, als sie mich das erste Mal angelächelt hat. Das erste Wort. Willst du ein Foto sehen? Ja. Ist das dein Hund? Ja. Das war unser Hund, Mickey. Den habe ich total vergessen. So eine schöne Zeit gewesen. Aber irgendwann unterwegs habe ich den Anschluss verpasst. Als hätte ich beim Umsteigen den falschen Bahnhof erwischt. Und dann ist kein Zug mehr gekommen, der mich wieder dahin zurückgebracht hat, wo die anderen sind. Wo ist denn deine Tochter hingefahren? Nein, nein. So habe ich das nicht gemeint. Also, was für ein Tag ist heute? Was für ein Tag? Samstag. Oh mein Gott, ich muss weg. Ich muss sofort weg. So, ihr passt und einen guten Flug. Entschuldigung. Thank you.
Herr Keller? Können Sie mir sagen, wie man sein Auto zurückkriegt, wenn das abgeschleppt worden ist? Wann ist er denn abgeschleppt worden und vor allen Dingen wo? Am Flughafen, jetzt gerade eben. Sie sind jetzt gerade eben noch mit Ihrem Auto gefahren. Ich habe Sie nicht angesprochen, um mit Ihnen mein Fahrverhalten zu diskutieren. Ich wollte Sie bitten, ob Sie das Auto für mich abholen können. Ich zahle natürlich. Kann ich machen. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie heute nicht mehr mit Ihrem Auto fahren. Und noch was. Glauben Sie eigentlich, dass es gut für Sie ist, wenn Sie so ganz alleine da oben hausen? Also erstmal, Sie sind hier als Hausmeister und nicht als mein Kindermädchen. Zweitens, ich hause nicht. Und drittens, ich lebe schon ziemlich lange allein. Glauben Sie mir, ich weiß, wie das geht. Ich wollte Ihnen noch nur sagen, wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie jederzeit bei mir klingeln. Danke. Werfen Sie den Rest und die Schlüssel in den Briefkasten. Tag, Binder. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Dein Chef hat mich angerufen. Was soll denn das geben, wenn es fertig ist? Du, wenn du zeigen möchtest, wie stark du bist, dann kannst du ja mal versuchen, einen Job zu behalten. Ich kann das nicht in der Wäscherei. Ich werde da blöd im Kopf. Ach so, und glaubst du, wirst weniger blöd im Kopf, wenn du zu Hause hockst? Oder hier? Was eine absolut bescheuerte Idee ist? Wenn du Probleme hast, warum rufst du mich da nicht an? Du kannst nicht immer meine Probleme lösen. Nein, das kann ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich habe mit deinem Chef gesprochen. Wenn du morgen pünktlich auf der Matte stehst, dann ist er bereit, ein Auge zuzudrücken, ja? Danke. Bin begeistert. Ja, der ist ganz neu. Der weiß noch nicht, dass er jetzt bei mir wohnt. Wollte wahrscheinlich zu seinem alten Herrchen zurücklaufen. Du hast ein Paket gekriegt. Willst du es denn nicht aufmachen? Ach nein. Da sind bestimmt nur ein paar Sachen drin, die ich im Büro vergessen habe. Wie heißt der? Billy. Jonas, ich glaube, deine Mutter ruft nach dir. Jonas, hier bist du. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, ich will nicht, dass du die Leute belästigst.
Entschuldigen Sie bitte. Ist doch kein Problem. Sie trinken, wenn mein Sohn hier bei Ihnen ist? Ich bin doch hier in meiner Wohnung. Komm, Jonas, ich will nicht, dass du noch mal hierher kommst. Was soll das? Ich will nicht, dass mein Kind was mit Alkoholikern zu schaffen hat. Was reden Sie da für Sachen? Ich bin keine Alkoholikerin! Wärst die Erste, die ich fragen würde. Aber unsere Geschäfte laufen momentan lange nicht so gut, wie wir unseren Kunden immer erzählen. Im mittleren Preissegment bleiben wir komplett auf den Objekten sitzen. Das ist ein Grund mehr. Du musst mir kein Gehalt zahlen, ich arbeite auf Provisionsbasis. Nee, es ist dein Geld, was deinem Nachfolger fehlt, das kann ich nicht machen. Aber wenn du momentan knapp bei Kasse bist, dann... Darum geht's doch gar nicht. Tut mir leid, Karl, das ist nicht drin. Klar. Mach dir keinen Kopf. Es war ja nur eine Frage. Soll ich dich noch? Danke. Wollen Sie vielleicht noch einen Kaffee? Nein, danke. Sie wissen ja, wie das bei uns Rentnern ist, immer im Freizeitstress. Schon in den letzten Monaten ziemlich abgebaut. Ja, aber hätten Sie ja nicht trotzdem irgendwas geben können? Wie soll denn das gehen? Sie haben es doch gesehen. Punkto optisches Konzept und so weiter. Ja. Dass ein Geschenk sein soll. Da drüben gibt's Geschenkpapier und Schmuckband.
Das ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Hallo, Ellen? Hallo, Mama. Wie geht's dir? Mir geht's prima. Ich genieße es, endlich mal Zeit für mich zu haben. Hör zu, es tut mir so schrecklich leid, dass ich so spät am Flughafen war. Es tut mir leid. Alles tut mir so leid. Ist ja gut, Mama. Ich habe mich wirklich gefreut, dich zu sehen. Du musst übrigens nicht so laut reden, die Verbindung ist völlig in Ordnung. Geht's dir wirklich gut? Ja, es ist natürlich eine Umstellung, die neue Wohnung und alles. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Oh, du, es klingelt an der Tür. Das werden die mit den Möbeln sein. Um die Zeit? Ja, die liefern abends. Da ist es billiger. Bei dir ist ja erst Mittagszeit. Hör zu, ich muss Schluss machen. Du hast ja sicher auch zu tun. Und das Gespräch, das ist schon ein Vermögen. Ich hab dich so lieb, Ellen. Ich hab dich auch lieb, Mama. So lieb. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich doch. Ich hab dich so furchtbar lieb. Hallo Papa, ich bin's Ellen. Ich habe gerade mit Mama telefoniert. Warum arbeitest du noch so spät? Ach, nur ein paar Unterlagen für die Firma.
Wem willst du was vormachen? Dir oder mir? Bernd Schirndorf hat angerufen. Carla war bei ihm, sie will wieder arbeiten. Er sagt, sie war in einem schrecklichen Zustand. Ellen hat gerade mit ihr telefoniert. Sie ist krank? Sie trinkt wieder. Wieder? Nur sie hatte immer diese Phasen. Die Arbeit war nie ein Problem, im Gegenteil. Aber der Alkohol. Sie hat so versucht, mit ihrem Stress fertig zu werden. Wie seid ihr damit umgegangen? Ellen hat sich geschämt, ihre Freundinnen mit nach Hause zu nehmen. Und ich habe auch keine Geschäftspartner mehr eingeladen. Hast du nicht versucht, ihr zu helfen? Ja, natürlich. Aber Carla gehört nicht zu den Menschen, die sich helfen lassen, nicht einmal jetzt. Sie muss immer die Starke spielen. Ich denke, es wird Zeit, dass du dich mal entscheidest. Seit der Preisverleihung spuckt dir Carlas Geist durch die Wohnung. Du bist mit dem Kopf bei ihr. Du machst dir Sorgen, du grübelst. Also entweder ist das nicht mehr dein Problem und Carla kommt klar mit ihren Problemen, dann solltest du damit aufhören. Oder sie braucht Hilfe, auch wenn sie es nicht zugeben will. Dann hilf ihr gefälligst. Das kann ich nicht. Als ich das letzte Mal bei ihr war, da hat sie sich so an mich geklammert. Und hat versucht, mich zu küssen. Ja, dann muss ich mir wohl doch Sorgen machen. Das ist nicht komisch. Es geht dir sehr schlecht. Für Franzbrötchen. Du kriegst ja ein Franzbrötchen, jetzt nerv dich. Hallo, Billy, was machst du denn hier? Woher weißt du nur, dass der Hund Billy heißt? Der gehört der Frau, mit der Mama sich gestritten hat. Ach, Coco hat sich gestritten. Warum hat sie mir davon nichts erzählt? Sie wollte nicht, dass du dich aufregst. Sie war wütend, weil die Frau getrunken hat. Frau Binder? Was macht denn der Hund alleine draußen? Frau Binder? Binder, hallo. Frau, nicht ansprechbar, Situationsverdöhlt, direkt wahrscheinlich Alkoholintox. Kreislaufverdein instabil, Hypoton und Tachykardie, Z270. Verletzung? Keine erkennbar. Schön, Sie sind wieder bei uns. Mein Name ist Mertens, ich bin Oberarzt auf dieser Station. Wie bin ich hergekommen? Mit dem Rettungswagen. Das war knapp, Frau Binder, sehr knapp. Das nächste Mal werden wir Sie vielleicht nicht retten können. Wir haben Sie jetzt stabilisiert, aber wenn wir die Medikamente absetzen, dann werden Sie Probleme bekommen. Sie brauchen eine Entgiftung. Was für eine Entgiftung. Frau Binder, Sie haben ein Alkoholproblem. Ihre Leberwerte sind katastrophal. Und in Ihrem Alter kann der Entzug lebensbedrohlich sein. Das sollten Sie auf keinen Fall alleine machen. Wenn Sie bei uns bleiben, können wir durch Sedative die schlimmsten Symptome etwas abmildern.
Also ich trinke vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber ich bin keine Alkoholikerin. Es gibt Therapieeinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe Ihnen mal ein paar Prospekte mitgebracht. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich lasse mich nicht wie eine Säuferin behandeln und mit Psychopharmaka vollpumpen. Denken Sie einfach ganz in Ruhe drüber nach. Ich bin's. Ja. Können Sie herkommen? Fahren wir. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich will hier raus, sofort. Frau Binder? Jetzt nicht irgendein Schwächeanfall. Sie brauchen Hilfe. Ja, um nach Hause zu kommen. Also helfen Sie mir oder nicht? Danke, dass Sie mir geholfen haben. Es ist mir so peinlich. Ich war irgendwie total deprimiert und dann ist mir auch noch der Hund weggelaufen. Ich weiß gar nicht, was mir da eingefallen ist, so viel zu trinken. Sonst gar nicht meine Art. Diese Ärzte. Wissen Sie, was mir der gerade angeboten hat? Eine Alkoholikertherapie. Das ist eine echte Unverschämtheit. Ich bin nicht krank. Ich schlag höchstens mal ein bisschen über die Stränge. Kein Grund, gleich die Psychopillen auszupacken. Aber diese Ärzte sind ja erst zufrieden, wenn sie jedermann zum Patienten gemacht haben. Ich habe Ihnen übrigens eine neue Scheibe in die Tür eingesetzt. Danke. Was Sie eben über die Psychopillen gesagt haben. Es gab mal eine Zeit, da war ich sehr froh darüber, dass mir die jemand gegeben hat. Ich bin ein trockener Alkoholiker. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Der Entzug ist hart, wenn einem keiner hilft. Hören Sie, ich bin Ihnen dankbar für alles. Aber erlauben Sie sich ja nie wieder, sich mit mir zu vergleichen. Thank you.
32,50. Es tut mir leid, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Sie haben mir sehr geholfen. Sie waren der Einzige, der mir geholfen hat. Bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Das kann ich nicht machen. Müssen Sie schon selber entscheiden. Bitte fahren Sie mich in die Klinik. Jetzt gleich. Bei dir hat sie sich auch nicht gemeldet. Nein? Ja, ich habe es die ganze Zeit versucht, aber niemanden erreicht. Jetzt ist endlich mal jemand rangegangen und der sagt, er wäre der Hausmeister und dass Mama im Krankenhaus liegt und dass er nur in der Wohnung sei, um ein paar Sachen zu holen. Was da? Der Hausmeister? Wieso schickt sie einen Hausmeister, um ihre Sachen zu holen? Warum ruft sie uns nicht an? Hat er gesagt, in welchem Krankenhaus sie ist? Das war so mit 10 Jahren, da fing das so an und sagte, oh, ich bin natürlich. Hey, hallo. Sag mal, wo finde ich denn die Frau Binder? Das aufhört. Bitte. Das geht nicht. Das wissen Sie ganz genau. Ich habe das alles hinter mir. Eins kann ich Ihnen versprechen. Das wird besser, wenn Sie jetzt stark sind. Durchhalten. Gesagt, ich soll mit Ihnen reden. Ich verstehe das nicht. Eine gewisse Frau Binder ist vor kurzem mir eingeliefert worden. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind. Keller ist mein Name. Setzen Sie sich doch bitte. Ich bin der Hausmeister von dem Wohnblock, in dem Ihre Frau jetzt wohnt. Sie sind der Hausmeister? Außerdem bin ich noch so was wie ein freiwilliger Helfer. Ich hatte schon öfters hier zu tun, war früher selber mal Patient. Ich denke, Ihnen ist klar, warum Ihre Frau jetzt hier ist. Meine Ex-Frau. Ja, die Schwester hat es mir gesagt, aber mittlerweile müsste sie ja bei Bewusstsein sein. Ich verstehe nicht, warum ich nicht mit ihr reden darf. Gehört ihr zu den Regeln. Also hören Sie zu, ich habe keine Lust, die Probleme meiner Frau mit einem Hausmeister zu diskutieren. Ich werde jetzt mit einem Arzt reden. Sie sind wohl davon ausgegangen, dass ich es Ihnen besser erklären kann, weil ich Ihre Frau gefunden habe. Ja, Sie haben dafür gesorgt, dass sie ins Krankenhaus kommt. Dafür sollte ich Ihnen dankbar sein, aber ich verstehe nicht, warum ich sie nicht sehen kann. Weil Sie ein Teil des Problems sind? Was? Ich? Jetzt bin ich plötzlich schuld? Ach, Schuld.
Schuld ist doch so ein uninteressantes Wort. Es ist wirklich nur dazu da, um andere Menschen zu verletzen. Carla war ja drauf und dran, sich tot zu saufen. Wahrscheinlich weiß sie selber nicht, warum. Aber sobald sie in der Lage ist, wird sie versuchen, das rauszukriegen. Und bis dahin werden wir alles von ihr weghalten, was die Ursache sein könnte. Sehr gravierend sind auch die wirklich Massen. Das ist immer so. Da immer so ein Riesenloch. Das Loch war doch schon immer da. War nur mit Alkohol zugeschüttet. Jetzt, wo der Alkohol weg ist, kann man es richtig erkennen. Das ist ein ganz schöner Abgrund, ne? Ja. Den müssen Sie jetzt mit was Neuem auffüllen. Und das ist eine Heidenarbeit. Warum tun Sie das? Wir kennen uns ja nicht mal richtig. Ich war nicht mal besonders nett zu Ihnen. Stimmt. Das waren Sie nicht. Aber so läuft das. Man bekommt Hilfe und gibt Hilfe zurück. Ich würde gerne meine Tochter anrufen und ihr sagen, dass es mir gut geht. Das sollten Sie nicht tun. Vergessen Sie mal für eine Zeit lang die anderen. Ich habe immer die anderen vergessen. Deshalb hatte ich ja die Probleme. Ganz sicher? Haben Sie nur an sich selber gedacht? Tja, vielleicht war das so. Und dann war es falsch. Sie müssen erst sich selber mal in Ordnung bringen, bevor Sie Ihr ganzes Leben in Ordnung bringen. Und Sie müssen akzeptieren, dass Sie das nicht alleine hinkriegen. Das am allerschwersten, sich das selber einzugestehen. Sie wissen eine Menge über diese Sachen. Und über mich. Von Ihnen weiß ich mal gerade, wie Sie heißen und dass Sie eine Tochter haben. Ich habe mal ein gutes Leben gehabt und einen guten Job. Aber ich habe es hingekriegt, mich beinahe unter die Brücke zu saufen. Irgendwann habe ich Hilfe bekommen und jetzt bin ich trocken. Meine Frau habe ich verloren. Die wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber mit meiner Tochter, das habe ich wieder auf die Reihe gekriegt. Und heute bin ich froh darum, dass ich für sie da sein kann. Thank you.
Rest schaffe ich allein. Danke für alles. Warten Sie, ich habe noch was für Sie. Wie ist es? Soll ich noch was für Sie einkaufen gehen? Danke, das mache ich jetzt allein. Irgendwie muss ich mich ja wieder zurechtfinden. Mein Name ist Carla und ich bin Alkoholikerin. Ich habe gerade eine Menge Zeit gehabt, nachzudenken. Kann sein, dass ich überhaupt das erste Mal nachgedacht habe. Vorher habe ich immer nur versucht zu funktionieren, aber ich war nicht gut genug. Ich war nie gut genug. Wenn ich getrunken habe, war es einfacher. Ich dachte, dann läuft's besser. Aber das war eine Lüge. In Wirklichkeit hat es mich nur nicht mehr so gestört, dass ich nicht so perfekt bin, wie alle von mir erwarten, wenn ich beduselt war. Aber dadurch habe ich immer mehr Fehler gemacht, vor allem im Privaten. Also musste ich noch mehr trinken, um das auszuhalten, wie sehr die anderen mich dafür verachten. Nein, das stimmt nicht. Eigentlich war ich es. Ich habe mich dafür verachtet. Dabei ist eine Menge zu Bruch gegangen. Meine Ehe, meine Arbeit, am Ende fast ich selber. Aber das Schlimmste ist, dass ich das Verhältnis zu meiner Tochter zerstört habe. Wir streiten uns nicht. Wir reden miteinander. Wir sagen uns sogar, dass wir uns lieb haben. Aber das Ganze passiert wie bei einer Art Graben hinweg, der so tief ist, dass wir nie wirklich zueinander finden können. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass es mir gelingt, diesen Graben fortzuschaffen. Es tut mir leid, dass ich euch allen so einen Schrecken eingejagt habe. Wenn ich dich anrufe, versuche ich wahrscheinlich wieder, es herunterzuspielen. Aber es lässt sich nicht mehr verheimlichen. Es geht mir schlecht. Schon eine ganze Weile. Horst sagt immer, allein ist man verloren. Wie jemand, der sich mitten in der Nacht verirrt. Die anderen sind wie Lichter in der Nacht, die einem helfen, auf den Weg zurückzukommen. Was machst du denn hier? Sollte ich das nicht lieber dich fragen? Bist du jetzt mein Sponsor? Das siehst du ja wohl den Bock zum Gärtner machen. Was ist denn passiert? Hab mich mit dem Chef von der Wäscherei gezofft. Diesmal bin ich endgültig raus. Horst wird stocksauer sein. Auf den Rausschmiss oder auf das da? Na, zufrieden?
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nicht darum, ob ich zufrieden bin. Komm, lass uns hier verschwinden. Ah! Danke euch allen. So. Ups. Frau Binder, was machen Sie denn hier? Ja, Frau Binder, Sie sehen großartig aus. Stimmt, Carla, du bist eine richtige Augenweide. Oder? Ja. Hier, nehmen Sie. Ich habe gerade wir haben gerade die Krawatte wieder verkauft. Nein, danke. Na, kommen Sie. Nein, danke, ich bin Alkoholikerin und versuche trocken zu bleiben. Ja, ist ja gut. Na klar, kein Problem. Dann trotzdem auf dein Wohl, Carla. Prost. Wir haben auch was anderes, Orangensaft und Wasser oder was? Danke, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin nicht hier, um dich wieder wegen eines Jobs anzugehen. Aber ich habe da einen Schützling, eine sehr intelligente junge Frau, die einen Praktikumsplatz braucht. Carla, du weißt doch, dass wir generell keine Praktikanten beschäftigen. Die nimmst du auch. Ich habe dir geholfen, diese Firma über diverse Klippen zu schiffen. Ich war immer da, Tag und Nacht, habe nie gejammert, dich nie um was gebeten. Jetzt bist du dran. Das erwarte ich von dir. Na gut, dann schick sie mir morgen früh vorbei. Ich habe sie gleich mitgebracht, damit du keinen Rückzieher machen kannst. Ich habe mich ganz schön aus dem Fenster gehängt für dich. Wenn du mich jetzt blamierst, dann kannst du was erleben. Tag. Hallo. Schöndorf. Jonas, du sollst ja da oben nicht spielen. Tag, Frau Binder. Es tut mir leid, dass ich Sie so angemacht habe. Mein Vater hat mir ganz schön die Hölle heiß gemacht, deswegen. Sie waren im Recht. Erzähl dir doch nicht sowas. Hört doch eh nicht mehr auf mich. Komm, Jonas. Nicola hat mich angerufen und mir erzählt, dass sie ihren Job besorgt hast. Danke. Hoffentlich hält sie diesmal durch. Wie geht's dir? Unglaublich gut. Macht mich richtig misstrauisch. Zu Recht. Rückschläge gibt's. Die gibt's immer. Ich wollte mich bei dir bedanken. Für alles. War mir ein Vergnügen. Hast du denn eigentlich Zeit dafür? Bei euch ist ja erst Vormittag. Gut. Und diesmal meine ich es wirklich. Ich habe gerade einem jungen Mädchen geholfen, eine Stelle zu kriegen. Ich habe erst gar nicht verstanden, warum ich das mache. Brauche im Moment ja eher noch selber Hilfe. Aber dann habe ich begriffen, dass sie mich an dich erinnert. Dass ich versuche, was nachzuholen, das ich bei dir verpasst habe. Und das hat mich traurig gemacht. Und glücklich. Beides. Nein, nein, die Fröhlichkeit überwiegt eindeutig. Zumindest im Moment. Wäre nur schön, wenn du hier wärst, damit ich das mit dir teilen könnte, nicht nur am Telefon. Ich weiß, man muss nach vorne blicken, nach draußen blicken. Nach draußen? Aus dem Fenster? Na gut, wenn du meinst.